Ach, du bist das. Ich hätte die Zeit nutzen sollen für einen Messerhieb, aber egal. Geht doch. Wenn ihr alle einzeln herkommt, dann ist das gar nicht mal so schlecht. So, ich muss mir überlegen, ob das die gleichen Symbole sind wie in Leons Rätsel. Ja, sieht aber so aus. Das Grab der Zwillinge, genau. Hier müssen wir gleich so ein kleines Rätsel lösen mit Hilfe dieser Grabsteinsymbole. Für die, die es nicht wissen. Aber ich gehe echt davon aus, dass ihr das Hauptspiel gesehen habt, weil warum solltet ihr euch das hier angucken und das andere nicht? Das, ja. Klar kann es das geben, aber ich gehe jetzt einfach mal nicht davon aus. So, komm her. Kumpel. Der ist erledigt. Und du? Nein! Ich hasse euch mit euer blöden Sicheln hier oder Äxte, was ihr da werft. Hier ist eine Axt. So. Du hast natürlich nichts für mich. Natürlich. So, wir gucken nochmal die Bäume ab. Suchen nach Vogelnetzen. Da oben ist eins. Ein Vogelnetz. Ja, jetzt kriegen wir wieder Pistolenmoni. Schön. Ich glaube, wir nehmen die auch mal. Ah, ich sehe gerade was. Moment. Ein gelbes Kraut können wir da noch reinpacken. Und dann haben wir wieder gleich eine volle Heilung. Ja, TMP. Was ist damit? Holen wir uns die? Ich glaube, es ist besser. Wenn wir nur mit Pistole und Gewehr das versuchen, das wird schwierig. Das ist verschlossen. Dann können wir aber hier lang. Moment. Da brauchen wir aber noch nicht hin. Mir fällt was ein. Wir brauchen noch was anderes. Dazu müssen wir erstmal hier lang gehen. Genau. Ja, komm, runter mit dir. Diesmal mache ich das mal, um Munition zu sparen. So. Beim letzten Mal habe ich ja versucht, die auf der Brücke zu killen, damit sie nicht runterfallen, damit sie irgendwelche Items droppen. Ich habe die Schlange gekillt. Yes. aber diesmal bin ich eher auf Munitionssparen eingestellt. Ah, oh, das ist gut. Und deswegen habe ich das mal eben so gemacht. Da kommt auch ein kleiner Zwischenboss, sag ich mal. Wenn man das so will. Ja, nicht so wirklich. Aber das Spiel sieht es irgendwie als kleinen Zwischenboss an, obwohl ich das nicht so sehe. Wir haben mit Leon damals die beiden Bella Sisters getötet, wenn ihr euch erinnert. Und eine von diesen Schwestern ist jetzt hier. Das ist eine Bella Sister. Da ist sie. Okay, die lässt sich mit der Knarre nicht aufhalten. Aber hiermit sollte das funktionieren. Ich muss aber mal da vorbei. Lass mich vorbei. Ich muss die hier killen. Damit die nicht runterfällt. Ne? Ich will nicht, dass die da von der Brücke fallen. Well, dann fällt die runter und dann kriegen wir die Belohnung nicht von der Schwester, würde ich sagen. So, der ist schon mal weg. Ich hoffe, das reicht hier von der Muni. Krieg langsam ein bisschen Angst, muss ich sagen. 6 Schuss noch. Alter! Noch 4 Schuss. Ja, ihr hört, grünes Katzenauge, aber so ein Schatz, Geräusch. Hallo! Danke! 3000, na gut, ich habe jetzt ein bisschen mehr erhofft, okay. Dürfen wir hier lang? Das Ding rührt sich nicht. Irgendwas hält die Tür von der anderen Seite verschlossen. Mhm, bin mal gespannt, was. Gut, ja. So, damit haben wir das hier erledigt. Jetzt haben wir das grüne Katzenauge. Und wenn ihr euch vielleicht noch an das Szenario mit Leon entsinnt, haben wir das grüne Katzenauge damals in dem Teil entdeckt, wo wir dieses Bilderrätsel, oder was heißt Bild, ja, dieses Symbolrätsel machen mussten, von dem ich eben schon berichtet habe. Da hatten wir das grüne Katzenauge gefunden. Und jetzt erfahrt ihr, warum wir das da gefunden haben. Das gehört dann nämlich eigentlich gar nicht rein. So, jetzt, wie wir eben sehen, habe ich noch Pistolenmuni. 7 Schuss, super. Okay, hier ist kein Zombie.
Okay. So, hier ist das Rätsel. Das kennen wir ja schon. Jetzt muss ich mal überlegen, wie das war. Wir versuchen es einfach mal auf gut Glück. So, jetzt machen wir nochmal 4. So, dann nochmal 4. Ja, komm. Wir machen erstmal alles an, glaube ich. Das war letztes Mal auch eine ganz gute Taktik. 3. Nochmal 3. So, dann müssen wir. Warte mal, wir müssen da oben hinkommen. Also 3 ist schon ganz gut. Dann nochmal die 3. Dann haben wir die beiden schon mal an. Und wir brauchen das V noch, die 3. Jo. Nehmen. Jetzt haben wir die runde Insignie. Und die ist ja eigentlich für die Kirche. War das nicht so? Ich glaube. Und die haben wir damals Leon in dem Wasserfall gefunden, wenn ich das richtig noch weiß. Bei dem Wasserfall, über diesem Staudamm. Oder Stausee. Und hier. Packen wir jetzt stattdessen gleich was anderes rein. Super. Ich habe noch 2 Schuss, Leute. Die müssen sitzen. Irgendwie. Gibst du mir bitte Munition? Nein, tut sie nicht. Ich habe noch einen einzigen Schuss fürs ganze Level. Und TMP-Munition, die ich nicht gebrauchen kann. Ja, ich habe noch eine Granate notfalls. Ja, okay. Ja, um die Tür wieder zu öffnen, müssen wir jetzt da was reinpacken. Und dafür nehmen wir jetzt das grüne Katzenauge. Das Leon später hier findet. So ist es zum Beispiel jetzt gekommen, dass da das grüne Katzenauge drin ist. Es wäre ja eigentlich logisch gewesen, wenn hier die Insignie für die Kirche drin gewesen wäre, weil das hier neben der Kirche steht, ne? Ja, genau. Also wäre auch normalerweise so der Fall. Aber Ada hat dazwischen rumgewurschtelt und jetzt ist da halt das grüne Katzenauge. Verdammte Scheiße, das schaffe ich nicht. Lass mich zufrieden. Nein, nein. Ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Keine Zeit, ich habe keine Munition. Aber so. Öffne mal die Kirche. Vielleicht mache ich euch nachher platt. So. Ja, was soll ich mit einem Gewehrschuss da ausrichten? Da musste ich mal eben ein bisschen schneller dadurch. Ja, herrlich. Das ist die Musik vom Fisch. Oh, klasse. Ja, dann. Ja, was soll ich machen, ne? Rüsten wir uns mit der Granate aus, oder was? Jetzt ist es ein bisschen spät gerade. Jetzt müssen wir einmal so machen. Ja, komm, mach euch platter. Essen wir den hier. Kriegen wir noch ein bisschen mehr Energie dazu. Ich hab nichts mehr. Mit was soll ich mich ausrüsten? Mit einer Blendgranate. So, meinetwegen. Bitte, Muni. Ey, gar nichts! Ihr seid Säcke! Da ist der lila Edelstein. Ja, ist klar. Hier oben wahrscheinlich auch alles voll, ne? Ja, genau. Oh, ihr seid doch Arschlöcher. Da hinten ist was. Kann ich da rüber jumpen? Na, ach, doch nicht so! Da ist Munition. Puh, okay, immerhin 10 Schuss. Ey, so im Munitionsmangel war ich ja im ganzen Leon-Szenario nicht. Bleib locker. Ist hier sonst nix? Ist schlecht. Da ist einer runtergesprungen, das finde ich gut. Können wir hoch. Weil hoch kommen die nicht so schnell. Bist du runtergesprungen? Nee. Recht sparsam gekillt, muss ich mal sagen. Wir können hier einmal rumrennen, das ist gut. Oh nee.
Der da hinten, der kümmert sich gar nicht um mich. Das interessiert den gar nicht, dass ich hier bin. Schleichen wir uns mal an. Da zückt er auf einmal die Axt, dreht sich ganz locker um. Arschloch. Hat ihm Dalli gesagt? Kommst du näher? So ein bisschen Nahkampf ist auch nicht verkehrt, ne? Ich wollte doch! Geh weg! Doch nicht so! Das wollte ich! So, ist hier erstmal Ruhe im Karton. Mann, 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 Mann. Aber echt, das war so die Musik von dem Endgegner Fisch bei Leon. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Muni. Damit kriege ich zumindest die Zombies vor der Kirche platt, denke ich. Oh. Aber jetzt können wir erstmal hier hinten die beiden Kisten da öffnen. Da wollte ich ja eigentlich eben hin. Genau. So, was, uppala, was haben wir denn hier drin? Geld. Okay, nehmen wir alles gerne. War hier nicht Geld hinter? Das Sadlers Gemälde? Ne, war wohl erst im Schloss. Dann können wir das hier gleich anschalten. Konnten wir hier rein? Ne, verschlossen. Ich höre jemanden auf der anderen Seite wimmern. Ja, das ist Ashley. Gut, dass wir die nicht befreien. Dass Leon das macht. Dann haben wir nichts mit der zu tun. Genau, das kennen wir ja schon. Okay, nehmen wir erstmal den roten. Drehen wir den ein bisschen. Nö. Nö. Jo. Okay. Grün. Drehen wir mal. Passt. Blau. Können wir nochmal drehen. Nein. Ja, passt. So, und kombinieren das Ganze bitte. Aha. Ach, wir haben die Gitter runtergemacht. Okay. Campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Lord Sadler. Where's everyone going? Bingo? Resident Evil 4 Separate Ways. Das ist also das erste Kapitel gewesen und wir haben eine Trefferquote von teuflischen 66%. Ist das nicht schön? Wir haben 86 Gegner dahin gerafft. Okay. Ja, das war das erste Kapitel von 5, Leute. Here's what I know so far. Osmond Sadler's cult is known as Los Illuminados. They've resurrected some sort of parasitic organism they call Las Plagas. That's all my organization knows for sure. Though Sadler's occult activities seem worthy of investigation. The Salazar family, Castellans for generations, possessed the ability to control Las Plagas. The organization's hypothesis is that a unique frequency of sonic wave sensed only by the parasites is used to control them. The same principle used in dog whistles. This was inferred through the analysis of a tissue sample we retrieved. The tissue contained an organ presumably used for sensing sound waves. I've seen cult members carrying ceremonial rods, and I wonder if they emit these sounds. Of course, this is purely theoretical.